Und hallo YouTube, willkommen zu einem Let's Play Skyrim. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir sind hier in einer Dwemer-Ruine, suchen nach den Ätherenschlüssel, metzen uns durch Banditen und Konstrukte. In der letzten Folge habe ich es hardcore verkackt und habe aus Versehen, also in der vorletzten Folge, wo ich die letzte Aufnahme beendet habe, habe ich vergessen zu speichern, deshalb mussten wir eine Folge nochmal spielen, es tut mir leid, aber jetzt sind wir ja weiter. Hier sind Spinnenweben. Das gefällt mir nicht. Ich mag Spinnen nicht. Besonders wenn sie Meter groß sind und mich fressen können und wollen. Aber gut, dass die eins gab. Hier schon wieder so ein blödes Klingding. Wie löst. Wieso wird die ausgelöst? Die haben keinen Schalter. Wenigstens ist das. Wenigstens kann man dem ausweichen. Den anderen konnte man den nicht mal ausweichen. So, wir könnten jetzt auch wieder ein bisschen mal taktieren und hier sind bei den Fallmann. Was wäre denn eine Zwergengrüne ohne ihre heruntergekommenen Sklaven? Und davon scheint es hier. Nicht zu wenig zu geben. Ich erinnere mich immer voll an die. An diese Predator-Viecher aus Prime Evil. Also wer die Serie kennt, wird wissen, was ich meine. Die sehen einfach so ein bisschen aus wie diese, wie die Predator. Erinnert mich halt immer so ein bisschen dran. Aber irgendwo können die einem auch leid tun. Ich meine, die sind halt von den Dwemern so zugrunde gerichtet worden, dass nichts mehr übrig blieb, außer diese mörderische, ekelhafte, hässliche, blinde Rasse, die alles nur noch Hass, bis nur noch Hass übrig war. Dazu führt Sklaverei zu Hass. Und es stimmt, das ist so. Und wenn man gerade Maschinengeräusche hört, vielleicht, es könnte sein, dass es vom Mikro aufgenommen wird, ist draußen. Ja, das hört man halt manchmal. Unsere Nachbarn arbeiten gerade an irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Aber es könnte sein, dass man es hört. Wenn man es hört, tut es mir leid. Wenn man es nicht hört, ist es auch okay. Wo kriegen die eigentlich hier unten Feuerholz her? Mal so eine ganz ernste Frage, wo kriegen die Feuerholz her? Ich meine, diese Lampen hier sind ja Gaslampen. Die Dwemer haben ja so Gaslampen erfunden, was ziemlich cool ist. Das zeigt einfach, wie fortschrittlich die waren. Und ich mag diese fortschrittliche Rasse in dieser Fantasy-Welt. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept per se. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück, weil uns die Bogenschützen auch gesehen haben. Ich will nicht vom Fallen beballert werden, während ich gegen einen Schattenmeister kämpfen muss. Und dann werden wir dir mal zeigen, was Fußradar heißt. Fußradar! Und jetzt gibt's das Schwert. Gehen wir kurz auf Abstand, um unsere Ausdauer wieder aufzufüllen. Taktisch vorgehen, meine Damen und Herren. Taktisch vorgehen. Der scheint sich da verglitscht zu haben. Gehen wir mal ganz taktisch vor und schießen ihn ins Gesicht. Feind ins Gesicht. Bolzen ins Gesicht. Jetzt heilt sich der Sack. Wird ihn nicht retten. Da haben wir ihn so hart gehauen, dass er sich in der Treppe festgeglitscht hat. Und jetzt nehmen wir uns ein Ohr von ihm mit, ja? So übel sind wir. Wir klauen denen ihre Ohren. Warum immer man das machen sollte. Wobei, so Körperteile mitnehmen ist ja aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht warum, was ganz Beliebtes, wenn es irgendwie so in Richtung Krieg und Plünderei geht. Dass da immer andauernd die Angreifer immer so gern Teile ihrer Gegner mitgenommen haben. So Sachen wie Schädelpyramiden aufbauen und so ein Mist. Das gab es ja immer wieder in der Geschichte. Beziehungsweise kein Skalp und sowas. Warum macht man das? Beziehungsweise vom Skalp weiß ich sogar. Das haben die Indianer, das haben eigentlich die Weißen, also wir, also die Cowboys in dem Sinn. Wie kriegt man die Brücke umgelegt? Haben das ja eigentlich angefangen mit den Skalps, weil Indianer ja, sagen wir so, die weißen Siedler haben die Indianer nicht sehr gemocht und die nicht vom Militär und schon von Krankheiten, die wir angeschleppt haben, umgebracht wurden,
die wurden ja auch ganz gern mal gejagt und als Beweis mehr oder weniger, dass man so ein Knöpfchen drückt, das Knöpfchen. Affe drückt Knöpfchen und es geht weiter. Als Beweis, warum, also dass man Indianer erledigt hat, also auf die wurde so richtig Kopfgeld ausgesetzt, wer halt Indianer umbringt, kriegt Geld dafür. Weil, warum nicht Menschen jagen, ne? Wenn man nichts Besseres zu tun hat und das Land groß und weit ist und eigentlich wem anders gehört. Aber auf jeden Fall war halt da mehr oder weniger so die Prämisse, damit du halt nicht sagen kannst, ja, ich habe jetzt hier einen Indianer umgebracht, du musst halt einen Beweis haben. Und um Beweis zu haben, wurden entweder Ohren oder eben das Skalp mitgenommen. Primär das Skalp. Und die Indianer, deren Begräbnisritus halt daraus bestand, man braucht halt da, um wir uns begraben, halt die vollständige Leiche, ne? Nicht ohne Skalp und so. Und die haben da halt dann Berlinger sich die Skalps von den Weißen zurückgeholt, indem sie halt dann die Siedler umgebracht haben und deren Skalps genommen haben. Also eigentlich haben wir damit angefangen, die haben sich nur zurückgeholt, was sie hier geklaut haben. Bei wir in dem Sinne, ja, wir sind ja jetzt Europäer, zumindest gehe ich mal davon aus, dass die meisten meiner Zuschauer Europäer sein werden, nicht wieder hier nur Deutsch und so. Deshalb wahrscheinlich die wenigsten von euch, Schalter, aus einem anderen Land als einem deutschsprachigen Land sein werden, also Österreich, Schweiz und Germany, da werdet ihr wahrscheinlich her sein, ziemlich sicher sogar. Ein paar von meinen Skype-Videos werden auch anderswo in der Welt geklickt, aber wahrscheinlich nicht sehr lang geschaut, weil die können ja meine Sprache nicht. Hier ist schon wieder so viel Dampf an. Also ich finde diese ganze Dreamarchitektur so cool. Aber auf jeden Fall, die Siedler haben damit angefangen, die Indianer haben das nur weitergeführt, mehr oder weniger. Ich würde so gern mal in echt solche, also wenn es in echt solche Ruinen gäbe, ich würde da so hin. Es gibt ja viele tolle Ruinen in echt, aber wir hatten die Zeit und das Geld für eine Weltreise, ne? Also ich würde sehr gern mal die Welt bereisen und Ruinen angucken. Ich drücke einfach mal alles. Okay, das war der falsche. Au! Okay, okay. Ihr drückt nicht links. Nicht links drücken. Links ist der Flammenwerferknopf. Links ist der Flammenwerferkopf an alle. Links ist der Flammenwerferknopf. Das ist der Tut-Nichts-Knopf. Okay. Wollen wir uns einspielen? Ich glaube, wir wollen uns nicht einspielen. Ist das da drin eine Kiste noch? Nee, das sind bloß Teile. Okay. Ich glaube, wir wollen uns nicht einsperren. Einsperren ist nicht gut. Wir sollten uns nicht einsperren. Wobei ich mich auch teilweise frage, was dieses Gitter hier sollte. Ich meine, wenn das hier nicht gerade ein Gefängnis war, dieses Gitter keinerlei Sinn. Auf der anderen Seite, es könnte gut sein, dass das ein Gefängnis war. Genug Falmer rennen hier ja rum. Falmer Kriegswasser. Und Türe zu. Was machst du jetzt? Haben wir sie ein bisschen verarscht? So, auf jeden Fall mal kriegen wir gleich um die Ecke. Und wieder Tür zu. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Taktik, aber es ist halt so langwierig. Ich weiß nicht, dieses Langwierige lohnt sich eigentlich nicht. Ich meine, sicher, das Schleichen ist... Nevermind. Wir heilen uns hoch. Oh, die können Türen öffnen. Ich wusste nicht, dass sie Türen öffnen können. Au. Das tut doch weh. Da ist bereit. Da der Erste, der in die Ecke kommt, wird erstmal wieder in die Ecke geschrien. Oh, scheinbar haben wir noch ein paar Zwergenspinnen ausgelöst. Da fliegt der Schattenschleicher. Hätten wir. Die machen immer so krass viel Schaden auf einmal. Man sieht halt erst die einfallen und plötzlich kriechen sie halt alle aus ihren Löchern, diese ekelhaften Mistviecher. Ja, mit dir rede ich. Hey, Moment mal, können wir da durchschießen? Da können wir doch durchschießen, oder? Ja, wir können da durchschießen. Wenn der halt nicht gehen kann, können wir auch durchschießen.
Nehmen wir mal ein bisschen. Geht denen eigentlich auch die Magiker irgendwann aus? Ich weiß es gar nicht. Haben eigentlich Gegner limitierte Ressourcen? Wer gewinnt? Gut. Auf der anderen Seite, das Level jetzt auch ziemlich gut Bogenschießen. Hey, hier bleiben. Okay, ich mach auf. Ich wusste, dass die Türen öffnen können, aber scheinbar können sie keine Knöpfe bedienen. Knöpfe sind ihre Schwäche. Wobei doch eigentlich die Falmer früher oder später eigentlich noch erlernt haben müssten, wie die Technologie, wollen wir die rauslassen? Komm, wir erlösen sie von ihrem Leiden, sie ekelhaften Wesen. Und ich breche an einem Novizenschloss einen Dietrich ab. Na toll. Bin auch ein Genius. Au, au, au. Tut weh, tut weh. Zaubertränke. Oh, fuck, haben die... Die haben Gift. Oh Gott. Haben wir noch... Wir haben doch noch einen, der richtig hoch heilt, oder? Einen haben wir noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Oh, na gut. Die sollten ja keine Tür öffnen können. Ich meine, die haben kein Ende. Ein bisschen den Fisch gegenheilen und jetzt wieder in den Kampf. Wo ist er? Ist das eigentlich die Spucke oder sind das direkt deren Schläge, die giftig sind? Das ist schon echt hardcore, wie viel Giftschaden die machen. Gegenheilen hier. Und okay, die haben hier scheinbar mit Knochenteilen die Maschinerie vermüllt. Wo kriegen die das Feuerholz her? Wie macht die das? Dann gibt es kein Holz. Haben die irgendwelche Untergrundholzfarmen? Oh, Gold, ich kann nicht widerstehen, muss Edelmetall klauen. Ah! Ich breche an jedem Schloss mindestens ein Dietrich ab. Kann das sein? Na egal, jetzt ist es offen. Wir haben zwei, wir haben einen verbraucht und drei bekommen. Das lohnt sich, das lohnt sich, das lohnt sich. So, den holen wir uns auch, den räumen wir aus. Seelensteine kommen. Wir haben eigentlich genug Seelensteine. Oh, da hinten ist noch einer. Die Pfeile ihres eigenen Volkes zu spüren. Okay, warum fliegen unsere Pfeile nur so ganz extrem schlecht? Warum treffe ich so ganz extrem schlecht? Ich glaube, ich lasse immer zu früh los, weil ich immer noch denke, wir haben dieses Schnellschussding. So. Fertig. Die Falmerpfeile müsste ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Hier haben sie wieder einen Knochen reingesteckt, eine Wirbelsäule. Warum steckt ihr da Wirbelsäulen? Weil mal ganz ernsthaft. Es gibt so viele tolle Dinge, die man mit menschlichen Wirbelsäulen machen kann. Und ihr steckt sie hier in Getriebe rein. Also ich verstehe diese Dinger nicht. Zumindest scheint das Ganze wirklich zu zeigen. Weiß ja auch so, also diese Dreamer, also ich setze die ja mit Zwergen gleich, ich glaube man kann das auch, man kann die auch gut mit Zwergen gleich setzen. Okay, hier steckt gar nichts fest, hier steckt nichts fest, geht ins Wasser, da ist noch ein Zelt zum Ausplündern. Sagt es mir, wo ist hier ein Schloss? Sagt es mir. Wo ist da das Schloss?
Wie können wir hier Schloss knacken müssen? Bei jeder anderen Tür verstehe ich es, aber wie? Was? Warum? Wieso? Weshalb? Es macht keinen Sinn. Wenigstens leveln wir Schloss knacken. Echt gut hier in diesen Ruinen. Aber wie? Wie? What the fuck? Oh, da steckt ein Kopf fest. Ach, Schädel kann man auch so viel damit machen. Die kann man sammeln, die kann man sich ins Regal packen und mir fallen eigentlich nicht wirklich viele Verwendungszwecke für menschliche Knochen ein. Hier oben ist doch sicher auch noch ein paar Zahnräder, die verklemmt sind. Ja, hier Schrott. So, wo haben wir noch was? Da nicht. Sollte doch eigentlich alles gehen, oder? Ah, hier ist Knöpfchen. Drückt das Knöpfchen. Äffchen drückt Knöpfchen und befreit den Übersoldaten. Das ist wirklich ein Übersoldat. Dann haben wir den Übersoldaten befreit. Weil wir rückwärts gegen eine Wand rennen, sind wir tot. Denn dann wird uns der Übersoldat umbringen. Ah. Okay, er hat uns gefunden. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Distanz zwischen ihm bringen und wieder schießen. Das sind die Kämpfe, wo einem Fernkampf wirklich mal praktisch vorkommt. So, unter Wasser sollte uns ja eigentlich mit Dampf auch nicht töten können. Oder überhaupt schaden können. Ich hoffe mal, dass das was hilft, wenn wir hier einen Trampf gegen der Ubersoldat gibt auf und kill. Heilige Scheiße, hat der viel gefressen. Na gut, wir haben auch schlechte Pfeile verwendet. So, der Übersoldat ist gefallen. Wir können durch. Und ich sag tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dann, tschüss.